So, Freunde, willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins und es wird Zeit, das Geheimnis um das Geschenk der Götter zu lüften. Also, rush. Und das sieht sehr blau aus, das Geschenk der Götter. Gehen wir langsam durch, bisschen Demut zeigen. Sitzt da einer? Ich höre eine Ziege. Was ist das? Seelen frisst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welch Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Bin gespannt. Geil ist das bitte. Wie geil ist das bitte? Okay. Wir haben fettes Equip bekommen und ein Reittier. Moment. Moment. Das ist ja mehr, als ich erwartet hätte. Ultima-Klinge. Legendäres, einfaches Schwert. Alter. Stufe 20, okay. Legendäres Schild. Seydlitz. Warte mal, ich lese mal vor, was drunter steht. Ausbalancierte Waffe. Nur eine Klinge, die in Insomnia geschmiedet wurde, kann unermüdlich die Lebensenergie gefallener Feinde absorbieren. Und das bedeutet, wir kriegen also für jeden kritischen Treffer HP gereckt. Wie geil. Okay. Tagelang hämmerte ein legendärer Schmied mehrere Schichten Metall auf diesen Schild. Er wird dich zu einer Legende machen. Bluten im Blocken. Okay. Reittier haben wir auch ein neues bekommen, ein legendäres. Que, ein Vogel? Wegen ihrer enormen Geschwindigkeit wurden diese mysteriöse Kreatur einst in Rennen eingesetzt. Ja, tut mir leid, Todd. Aber wir haben einen neuen Freund. Einen Bogen haben wir nicht bekommen, ne? Genau, da haben wir noch den. Aber passt ja auch. Ja, ja, heftig, Alter. Geile Animation auch noch. Cool. Okay, also das hat sich mal richtig gelohnt, Freunde. Das ist mal richtig geil. Gibt es sonst noch irgendwas Cooles? Und da kam da so ein Typ runter, weißt du, so hallo. Das Vieh war geil, oben was rumgeflogen ist. Awesome. Erstmal mein neues Reittier beschwören. Okay, das sieht cool aus. Guck mal. Das ist so eine Art vogelartiges Kamel. Was ist das? Sieht ja geil aus. Okay. Soll wohl sehr schnell sein. Warte, stand da irgendein Effekt dabei? Warte mal, bevor wir jetzt hier... Hallo? Menü! Ich kann mein Menü nicht öffnen. Ach, mein Controller. Ja, doch, der ist aber an. Ich kann gar nichts machen. Warte mal, ich mach mal einfach Tastatur. Ah, jetzt geht's. So, Animus Systemsteuerung, ja, das will ich nicht machen. Ich will... Oder, warte mal, geht's jetzt wieder? Ah, jetzt geht's wieder, okay.
So, Ausrüstung. Nee, da steht nichts dabei. Okay, ja, gucken, ob der wirklich schneller ist als die anderen. Doch, oder? Der ist schneller und sieht vor allem geil aus. Das ist aber richtig cool, ey. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Patch irgendwie reingepatcht wurde oder ob das standardmäßig so drin ist. Aber geil ist es auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können auch die Items auch aufwerten, oder? Können wir die nicht irgendwie... Kann man auch irgendwie... Konnte man, glaube ich, ausrüsten, zerlegen. Können wir hier ein bisschen zerlegen, ne? Ein bisschen Kram hier mal wegmachen. Weil man kann ja die Waffen auch verbessern, glaube ich. Oder? Ich hau das mal alles weg. Brauchen wir eh nicht mehr. Und bis zum nächsten Legendary wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern. Und was jetzt besser ist als HP-Rig auf eine Waffe. Awesome. Aber kann man die nicht irgendwie... Irgendwie konnte man das doch auch verbessern. Egal. Kurz noch hier den ganzen anderen Kram wegmachen. Zerlegen. Zerlegen. Weg. 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 Okay. Was ist denn hier E eigentlich? E? Hast du deinen Charakter an? Verbessere dein Reittier? Achso, das ist der Shop, ne? Oh, wir haben ja so komische Helix-Dinger. Ach ja, stimmt, die habe ich nach dem Update bekommen. Hol dir mehr Drachmen. Ein Einhorn. 500, das ist aber teuer. Was ist das denn? Okay. Aber gibt's coole Reittiere hier auf jeden Fall. Also wenn man ein bisschen Kohle... Ah, hier gibt's auch die normalen epischen. Na gut, hier kann man sicherlich einfach ausstatten mit irgendwelchen Legendaries. Okay. Qual. Okay. Qualität 55, steht halt keine Stufe dran. Ich kann mir sogar ein paar Sachen holen, glaube ich, für 200. Da kostet alle 250. Lalalala. Ah, oh Gott, da gibt's aber viel Kram. Ich weiß aber nicht, was ich von solchen Ingame-Shops halten soll. Bei Free-to-Play-Spielen finde ich das okay. Aber bei einem Vollpreistitel muss ich sagen, ja, weiß ich nicht. Ist das immer so ein bisschen... hat so ein bisschen Beigeschmack, ne? Bei Vollpreistiteln. Gut, egal. Wir können aber jetzt hier erstmal uns ein bisschen aus... Ah, warte mal, hier kann ich irgendwas machen, ne? Das war die versteckte Klinge. Die können wir auch verbessern. Und das hier können wir auch noch verbessern. Armschiene, ja gut. So. Aber die Sachen kann ich irgendwie nicht verbessern. Das heißt, die bleiben so. Ich muss nochmal nachgucken dann später. Da werde ich mich dann nochmal informieren. Weil es wäre dann halt ganz geil, wenn man die Sachen auch irgendwie aufwerten könnte, dass man die behält. Weil das sieht echt cool aus, das Zeug. So, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben uns fett equipped mit geilen Legendaries. Und sind Stufe 21. Und das, Freunde, bedeutet, wir können jetzt weitermachen mit den Quests. Wie leuchtet denn das denn eigentlich noch? Distanzwaffe. Ach so, deswegen, okay. Quests, ich würde gerne erstmal bei Nebenquests gucken, genau. Die Geheimnisse der ersten Pyramiden. Balg trifft einen Gelehrten, der unermüdlich nach einer verlorenen Kammer sucht, die irgendwo zwischen den ersten Pyramiden liegen soll. 4000 EP. Dann, ich würde nämlich gerne erstmal die Nebenquests machen, soweit das halt geht. Und danach erst die Hauptquests. Ne? So ein bisschen Sidequests mal jetzt in den nächsten paar Folgen. Wir haben ja jetzt schon damit angefangen. Machen wir auch weiter so. Dass wir einfach ein bisschen EP ran schaffen. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber allzu schnell ist es trotzdem nicht. Also übermäßig krass schnell finde ich, das ist nicht. Whoa. Hallo, guck mal, ich habe ein neues Schwert. Er darf nicht entkommen. Bam, Alter. What the heck? Okay, das ist geil. Wo ist der andere hin? Hab ich den gleich mit weggestetzelt? Glaub schon. Okay, das ist geil. Was? Ah, da hinten. Hallo! Ich hab neue Waffen! Alter, macht die alle Schaden! Was? Ja. Alter.
Geil. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wen zuerst. Ach, erstmal den da. Bam! 6.500! 6,5K! Das ist ja aus. Okay. Das gefällt mir. So. Ah, sieh sich das einer an? Oh, gut. Das war ein bisschen zu knapp, oder? Ist das ein Magi-Abzeichen? Mhm. Faszinierend. Ich dachte, davon gibt es keine mehr. Die Geschichten stimmen aber. Was denn für Geschichten? Geschichten von außergewöhnlich begabten Let's Playern, die... Ach, egal. So. Das war fantastisch. Gut gemacht. Wer hat dich geschickt? War's Kition oder Heraklides? Sie dachten, ich käme hier draußen nicht zurecht. Aber wir haben's ihnen gezeigt, oder? Haben wir? Was tust du hier draußen? Machst du Witze, Neb? Wir suchen nach der verlorenen Kammer des großen Snofru, dem Begründer des goldenen Zeitalters des alten Königreichs. Und wie stellen wir das an? Haben sie dir gar nichts gesagt, bevor sie dich losgeschickt haben? Doch, sicher. Meinen Nachforschungen zufolge versteckte Snofru 3 Artefakte. Eins in Medum, seiner ersten und eingestürzten Pyramide. Und dann eins in der Knickpyramide, deren Baupläne er nach dem Einsturz Medums sicher anpasste. Und noch eins in seinem letzten Meisterstück und Grabmal, der Nordpyramide. Ich habe eines der Artefakte, aber diese Banditen haben mir ein weiteres gestohlen. Du musst es zurückholen. Wo war das? Sie kampieren in den Klippen westlich von Memphis. Folge einfach dem Fluss, dann findest du sie. Außerdem musst du einen Weg in die Nordpyramide finden, um das letzte Artefakt zu holen. Ich glaube, es gibt oben eine Öffnung, aber es ist viel Kletterei. In meinen jungen Jahren hätte ich es geschafft, aber... Ich sehe mir das an. Wie viele Banditen waren es? Alle, glaube ich. Ach so, alle. Ja, gut, das ist eine sehr eindeutige Beschreibung von Mengen. So, wo ist mein... Wir haben noch keinen Namen, ne? Wir brauchen noch einen Namen für unseren kleinen neuen Schönling. Okay, wir gehen erstmal dorthinter. Ein Name. Wonach sieht er denn aus? Ich rufe erstmal Zenu. Achso. Na? Achso, einmal reicht ja. So. So, da unten hin, alles klar. Dann werden wir uns mal durchschnetzeln und auch mal das Schild ausprobieren. Weil ich persönlich kämpfe ja am liebsten auf dem Pferd oder... Auch da weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. aber hat einen Namen, ne? Hat das einen Namen? Warte mal, Ausrüstung. Quä. Das ist aber kein schöner Name für ein Reittier. Hey Quä, komm mal her! Ich nenne es... Wie nenne ich denn das? Ach, mir fällt schon noch ein guter Name ein. Das muss ich irgendwie da hinkommen. Ich würde sagen, wir schnetzen uns erstmal fett durch. Ugros Versteck entdeckt. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Tja, wollen wir heimlich still und leise durchgehen? Ich guck mal, weil ich komme mit heimlich still und leise. Das ist ja nicht ganz so meine Stärke, sage ich jetzt mal. Ey. Also wir können durch Blocken Schaden machen. Cool. Oh, das Spiel macht von Tag zu Tag mehr Spaß. Yay.
Und das, Freunde, das ist das Geile an Rollenspielen. Und deswegen freue ich mich auch so, dass sie daraus ein Rollenspiel gemacht haben, weil du halt looten kannst, du kannst Equipment verbessern, du siehst die Verbesserung auch optisch und du freust dich einfach jedes Mal, wenn du dich, also wenn du eine neue coole Waffe kriegst oder generell irgendwelche coolen neuen Items bekommst, die auch noch irgendwelche coolen Effekte haben, weißt du, wie ich meine? Das finde ich mega cool. Achso, Munition ist voll. So, soll ich da hoch? Nee, wo geht's denn hin? Achso. Guck mal, da ist der Hauptmann. Hallo, Hauptmann! Okay. Friss das, du! Ich töte dich! Der Effekt ist so geil, wenn er zuschlägt. Das sieht so awesome aus. Und dann war er tot. Und du? Hau noch mal aufs Maul. Ich kritte einfach. Aua. Guck mal, wie ich live recke, wenn ich Schaden mache. Das ist super. Das ist einfach nur fantastisch. Der schießt da. Wer? Da? Bist du schon fertig? So, wir kippen halt mega oft, ey. So. Da hoch. Und dann pillen wir erstmal ein paar Schätze, würde ich sagen. Das muss das Artefakt sein, das die Banditen Marquez gestohlen haben. Seltsam. So, Schatz auch mal geplündert. Wunderbar. Ort beendet. 400 Bonus-EP. Sehr schön. Ich kann nur eins sagen. Mit Legis macht das Kämpfen Spaß. Legis, Legis, Legis. Hier gab es bestimmt noch irgendwas Cooles, oder? Da, guck mal, da ist Loot. Loot, 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 Loot. Ganz viele Pfeile. Die aber nicht benötigen. So. Eine Doppellampe. Gar nicht mal so dumm, ne? Hast du gleich doppelt Licht aus einer Quelle. So. Mal mitnehmen hier. So, da unten ist unser kleiner Freund. Den holen wir uns mal. Und dann geht's zur nächsten Pyramide. Ne, Quatsch, zum nächsten Ort. Wobei doch, das ist das Grab, ne? Das Grab von Snowfru. Ich kenne nur Frufo, den Kinderquark. Die gibt's leider nicht mehr. War ich ja super mega enttäuscht. Als ich früher noch ein Kind war, gab's Frufo. Kennt ihr das? Diesen kleinen UFO-artigen Quark in der Plastikschale, wo in der Mitte so ein Spielzeug war, der war mega, mega lecker. Und als ich dann irgendwann ein bisschen erwachsener wurde, ich habe dann vergessen, dass es den gibt, dann irgendwann ist mir das mal wieder eingefallen. Zu Berufsschulzeiten früher wollte ich mir den mal wieder holen, da gab's den nicht mehr. War ich so enttäuscht. UFO, ey. Die haben voll viele coole Produkte, die man früher als Kind voll geil fand und die auch echt gut waren. Die auch wirklich geschmeckt haben. Ich weiß nicht, ob sie nur besonders gesund waren, aber ganz ehrlich, wenn ich was Gesundes essen will, dann kaufe ich mir auch keinen, weiß ich nicht, Fertigquark aus dem Supermarkt. Also das sollte ja jedem klar sein. Aber die haben da voll viele Sachen irgendwie abgeschafft. Das ist so traurig. So, da soll ich hin. Warte mal, ich will jetzt mal was testen. Der kann doch auch angreifen, ne? Ach nee. Nee, Quatsch, kann er nicht. Betäuben kann er, stimmt. Aber betäuben bringt mir jetzt nichts. So, da läuft irgendwer rum. Da waren wir aber schon mal drin, ne? Stimmt. Wow. Ja, gehen wir halt doch mal rein. So, lalalala. Auch voll viele andere Sachen. Aber mittlerweile gibt es ja auch wieder ein paar. Kennt ihr Flutschfinger? Das war auch mal eine Zeit lang weg. Also nicht der normale, sondern der andere. So Eis war das, oder ist es immer noch? Ist es ja wieder, besser gesagt. So. Tja, hätte das mal letztens schon verbunden. Naja, egal. Durchquetschen. Ja komm, gib Stoff, Junge. Ja, schneller, schneller, schneller. Hier kennen wir uns schon aus. So, wo ist denn das hier? Hier war es, glaube ich, nicht, ne? Genau. Müssen wir weiter runter. Nur ist halt die Frage, bevor ich jetzt hier runterspringe,
Was sucht er? Ist die Frage, ob wir hier vielleicht ruhig müssen, weil hier war man nämlich noch nicht. Da waren wir hier schon? Doch. Hier sind wir schon mal durchgelaufen, ne? Ach so, stimmt. Hier ist ja nur Wasser. Alles klar. Nee, doch, wir müssen dahinter. So, alle hopp. So. Und irgendwo hier war das, ja? Genau, wir müssen da. Das haben wir ja alles schon gemacht hier. Müssen wir ja nur uns hier nochmal hochlatschen. So, zack und tschakka. Dann sind wir hier wieder, genau. So, und dann. Hier gibt es ja ein bisschen. Ach nee, das sind die Dinger, genau. Da hinten ist es blau, da muss ich hin. Ja, gut, kein Problem. Zack. So. Zack. Und da ist es, oder? Nee, doch nicht. Ah ja, aber wo ist denn das dann? Ah, vielleicht hier. Ja. Hm. Dieses nichtssagende Artefakt muss irgendeinen Wert haben, wenn es bei diesen Schätzen aufbewahrt wurde. Ich gehe zu Merkez. Mal sehen, was das für Artefakte sind. Ja, wir gehen jetzt zu Angela Merkel und geben ihm das. Gerade wirklich Merkel oben gelesen. Merkez, was für ein Name. Na egal, so, zack. Der ist ja gleich da oben. So. Zack und zack. So, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle, kleiner Cut. Nee, komm, wir geben ihm das noch fix. Können wir ja noch abschließen hier. Glaube ich jedenfalls. Ich habe die anderen beiden Artefakte. Aha! Das bestätigt meine Theorie. Bei Rehe. Das ist es. Diese Artefakte bilden ein Diagramm. Aber ein Teil fehlt. Man kann sie nicht zusammensetzen. Aber es gibt einen Abschnitt in der Ägyptiaka, in dem es heißt, der Weg ist frei an der nördlichen Spitze. Und die Inschrift auf diesem Artefakt muss von den Pyramidion oben auf Snofros Grabmal sprechen, der Nordpyramide. Ich bin sicher, dass der Schlüssel zu diesem Rätsel dort liegt. Warum gehst du nicht mal nachsehen? Wonach genau suchen wir denn eigentlich? Die kostbaren Schätze des Snofru galten seit Ewigkeiten als verloren. Wir werden Helden sein, wenn wir sie finden und ans Tageslicht bringen. Hey, ich bin kein Grabräuber. Nein, nein, natürlich nicht. Ich verspreche dir, dass wir niemandes Friede im Gefilde der Binsen stören werden. Hm. Ich klettere mal hoch und sehe mich um. Genau. Und das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich.